Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Flife und zu einem brandneuen Event, das es noch niemals gegeben hat. Das heute gestartet ist und für die nächsten 2 Wochen aktiv auf unserem Server Yggdrasil laufen wird. Wir gehen kurz die Belohnungen vom Event durch und die Sachen, die nicht sofort klar sind, sprich die Boxen, wo man jetzt eventuell nicht weiß, was man davon bekommt, und vielleicht noch über die Sachen, die sich natürlich lohnen, und gucken uns noch kurz die Droprate an. Ich habe es mir jetzt tatsächlich schon ein bisschen angeguckt und sie ist sage und schreibe disgusting. Also schlecht. Disgusting, schlecht. Genau, fangen wir an. Quest 1, Numero 1. Ja, die NPCs stehen in Flares, das zeige ich euch gleich noch, wo genau. Ziel, sammelt 700 Rice Cakes, hört sich schon mal nicht so prickelnd an, wenn man 700 von einem Event-Item braucht und dafür einen Red Ball, sprich eine Box, sprich eine einzige Belohnung bekommt, wo sowas drin sein kann. Also das hört sich schon mal 5 Mio-Items oder sogar weniger drin sein können, das hört sich schon mal gar nicht gut an. 700, ja. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber ja, was drin ist, sieht man ja eh. Also Scroll of Private, langweilig. Das hier sind Cupid Wings. Die heißen, also ich weiß nicht, ob in der Beschreibung das drin steht. Auf jeden Fall gibt es Wings of an Angel nicht. Gold Macaron, Green Macaron, die ganzen Macarons, die es auch bei dem Drop-Event gab, wo man sie in Massen farmen konnte. Und davon kriegt man hier eine. Also das ist auch ziemlich schlecht. Pink Cake, Green Cake, White Cake. Klassische Trostbelohnung ist an sich nicht so schlecht, aber wenn man bedenkt, dass man 700 Event-Items dafür braucht, das ist verdammt schlecht. Und dann ist da noch das Frog-Set 2015 drin. Ehrlich gesagt wusste ich nicht, dass es ein Frog-Set 2015 gibt. Jetzt dachte ich mir, schon wieder ein neues Set, aber hey, 2015? Es hat keinen Set-Effekt anscheinend. Es ist einfach nur Frog-Set 2015, also ja, keine Ahnung. Verstehe ich auch nicht so ganz. Ist ja auch egal. Die meisten NPC-Sets, die geupgradet wurden, um jetzt einen Set-Effekt zu geben, sind eh ziemlich schlecht, von dem her ist das kein großer Verlust. Dann die nächste Quest, nochmal 700 Rice Cakes bei exakt dem gleichen NPC, der einfach nur einen anderen Namen hat, abholen, beziehungsweise abgeben. Und dafür kriegen wir einen Orange Ball, der enthält so ziemlich genau exakt dasselbe, nur dass es hier halt diese Yellow Drops sind. Also hier sind sie Yellow Gum Ball, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass damit die Yellow Drops gemeint sind. Oder Blue Drop, Red Drop. Genau. Und Ice Flake Strawberry, die wo Attack Speed geben, sind auch noch drin. Jeweils wieder nur eins. Natürlich alles ungebunden, aber das wäre wirklich die größte Frechheit, wenn das auch noch sehengebunden wäre. Und ja, auch hier ziemlich schlecht. Also wie gesagt, es sind Items, die sind ein paar Mio wert oder vielleicht, wenn es hochkommt, mal 10 Mio wert oder so. Und das ist 90% der Box oder sogar 95%. Die CS sitzen ja sogar noch ziemlich selten, dafür 700 Event-Items. Aber darüber reden wir gleich noch. Armor of the Rising Sunset 2015, ich denke mal, das kennen noch einige. Hier ist übrigens Fehler drin, hier steht zweimal M. Aber hier steht für sie und für ihn, also das ist einfach nur ein Fehler. Gibt es natürlich in M und F. Genau, gibt 5% Attack, 5% Hit, 5% Crit und 5% Attack Speed, also quasi alle Prozentwerte bis auf Geschwindigkeit und Magiebeschleunigung, so ziemlich. Und, oder naja, nicht alle HP, ja okay, shut the fuck up. Aber einige Kampfeffekte auf jeden Fall für 101-Klassen. Und ja, ist nicht schlecht, vor allem, dass nicht sehengebunden ist und auch noch halbwegs cool aussieht. Aber ja, für 700 Rice Cakes und die Chance von gefühlt 1% darauf ist natürlich nicht so gut. Genau, nächster NPC, was für eine Überraschung, sieht genauso aus. Die Namen lese ich jetzt nicht vor, die sind ja eigentlich relativ unbedeutend. Hier ändert sich allerdings was. Hier haben wir plötzlich eine sehr viel kleinere Box und plötzlich auch nur noch 400 Rice Cakes, die wir sammeln müssen. Und dafür kriegen wir einen Yellow Ball, was ja im Endeffekt einfach nur eine Box ist. Genau, hier können drin sein einmal die Blue Bike Gift Box, die ist neu, die gab es noch nie zuvor. Blue Bike ist ein neues Bike, es gibt ja das Red Bike, das gibt es jetzt auch in Blue und heißt Blue Bike, also es ist einfach nur 1:1 das gleiche Item, statt drin Rot in Blau. Red Bike gab es mal 2014 oder 2015 bei einem Event in Massen, da hatte die Dinger jeder und die wurden für 10 bis 20 Mio oder so verkauft und niemand wollte sie. Mittlerweile sind sie wieder relativ teuer, weil sie ewig nicht mehr gab und sie relativ selten geworden sind. Ich weiß auch exakt nicht, was ich mit meinen gemacht habe. Wahrscheinlich alle verkauft. Aber ja, auf jeden Fall genau das gleiche Item, einfach nur in Blau und fliegt, glaube ich, so 209, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ich glaube 259 oder irgendwie so, oder 269 irgendwie so. Ist nicht mal ein gutes Mount, aber sieht nicht schlecht aus, muss man zugeben.
Dann die Mystic Flaskbox, die kennen wir vom vorletzten Event, glaube ich, oder? Ja, Musical Festival, ja, vom September-Event, genau, August, September. Einfach nur die Fake Flasks Eintag-Version, also auch nichts wirklich Besonderes, plus die Box ist seengebunden. Dann gibt es noch die Mask-Box, darüber habe ich jetzt auch nichts gefunden, die scheint es auch noch nie gegeben zu haben, nicht so wirklich. Allerdings steht hier schon, enthält zufällige Items, eine kleine Chance auf die Maske, das steht bei der Blue-Bike-Box übrigens auch. Also wird es wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen. Upcut-Stones, Cupid-Wings, Vital-Drink, die ganz normalen Sachen, Medizin vielleicht und halt eine 1% Chance auf das tatsächliche Item, was eigentlich drin sein sollte oder zumindest nachdem die Box benannt ist. Genau, und dann gibt es noch die Powerpuff-Box, erinnert mich immer an Powerpuff-Girls. Und die ist nicht so gut, muss man sagen. Hier sind zwar einige nice CS-Items drin, die sind allerdings alle seengebunden. Also die Box sollte man nur öffnen, wenn man auf dem Char, auf dem man sie öffnet, auf jeden Fall sehr viele Power-Ups immer benutzt und gefühlt alles hier brauchen kann. Und hier können auch noch Pumpkin-Soups drin sein, was natürlich nicht so gut ist. Ja, aber ansonsten Oreo Cold Noodle-Soup, also es sind einige gute CS-Items drin. Genau, genau, und die Jack, Queen, Ace-Karten und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber es sind natürlich auch ein paar Nieten dabei. Und wie gesagt, alles seengebunden, also das muss man auf jeden Fall bedenken. Das heißt, das hier ist im Endeffekt so die Buff-Box oder die Box-Box, weil nur andere Boxen drin sind. Genau. Kostet immerhin nur noch 400. Dann geht's weiter mit der nächsten Quest. Was für eine Überraschung, der NPC sieht schon wieder genauso aus wie der letzte. Hier braucht man nur 200, in Anführungszeichen nur, Rice Cakes. Droppt man übrigens alle von Level Monster Level 15 Plus, ist ja klar. Und bekommt den Green Ball. Hier sind die Items schon deutlich besser. Friendship B und Friendship A sind zwar absolut Trash, aber hier sind Item Transis B und A drin, die sicherlich fast jeder von uns schon mal benutzt hat. Und sie sind nicht seengebunden, also das ist schon mal ziemlich heftig. Und dann gibt es hier das neue CS-Pad, den Pink Mokomochi, was einfach nur ein Mokomochi in Pink ist, wie es der Name schon sagt. Den gibt es auch als Regenbogen Mokomochi schon seit Monaten auf Playpark. Allerdings gibt es den jetzt leider nicht bei dem Event, was irgendwie komisch ist, aber ja, den gibt es nicht. Aber immerhin den Pink Mokomochi, wird allerdings auch die Chance wahrscheinlich nicht besonders groß drauf sein, wenn es hier nur 4 Items gibt und naja, das offensichtlich der Hauptgewinn ist, weil es ein neues Item ist. Genau. Übrigens, was mir gerade... Ah, nee, doch nicht. Nevermind. Genau, und dann gibt es noch die letzte Quest. Wieder, was für eine Überraschung, neuer NPC-Kappa. Blue Ball... da muss ich übrigens lachen, als ich das gelesen habe. Blue Ball, weil das verwendet man ja eigentlich... Also ja, ihr kennt sicherlich alle den Ausdruck. Wird im Internet sehr häufig benutzt und ja. Yikes, man. I didn't want to read that today. Sammel 100 Rice Cakes. Hier wieder dreimal Niete und einmal, sage ich mal in Anführungszeichen, Hauptgewinn. Die Premium-Box, die kennen wir auch von etlichen Events. Zuletzt, glaube ich, beim Casino-Event gab es die. Wenn mich nicht alles täuscht, auf jeden Fall dieses Jahr schon mal bei mindestens einem Event. Enthält Vital-Drink X, Refresher-Hold, Upcut-Stone, Activision und Bullhamster. Genau. Also für 100, sage ich mal in Anführungszeichen, okay, wenn man jetzt unbedingt hier Refresher-Holds oder sowas braucht, aber... An für sich eher nicht so wirklich, nein. Also auch nicht so wirklich der Burner. Genau, dann bei unserem altbekannten Farmer sind wir am Start. Ich lasse jetzt den Browser beabsichtigt offen, weil nicht, dass ich wieder die Hälfte vergessen habe und dann nachschauen muss. Nochmal das wieder öffnen und bla und cringe. Das machen wir nicht. Ich lasse es gleich offen. Und ja, wir reden über das Event, während ich euch meine fabelhaften Drops zeige. Und euch noch kurz sage, unter was, oder ich glaube zumindest, dass es darunter fällt, unter was die Event-Items fallen beim Pet-Filter und wieso die Drop-Rate ist, beziehungsweise, da haben wir schon den ersten, was ich so denke, was man sich denn holen sollte, könnte und wie die Dinger überhaupt aussehen. Sie sehen lustigerweise aus wie die Mischung aus White Cake und Pink, White Cake und Green Cake, also die beiden Trostpreise, die es fast in jeder Box gibt oder die es auf jeden Fall zuhauf gibt. In vielen Boxen, die kam quasi das Event inspiriert durch das Item. Ja, genau. Sind ja auch Cakes, also passt ja an für sich. Ja. Gut, so sehen die Items aus. Ich habe jetzt ungefähr 5 bis knapp 10 Minuten vor dem Video gefarmt und habe 2 gedroppt. Das war zwischen, ja, kurz vor 5 und 5. Jetzt ist es 17.23 Uhr, ein bisschen später, weil es noch ein bisschen Zeit vergangen ist, bis ich aufgenommen habe. Und
Jetzt gut, jetzt haben wir zufälligerweise relativ schnell zwei gedroppt. Aber das Problem, was man hier sehr schnell sehen dürfte, ist... Wait, ich brauche 700 für einen Box-Opening-Versuch? 700 und man hat nur 14 Tage Zeit? Das klingt nicht so gut und es ist auch nicht so gut. Also die Event-Items droppen übrigens als so Bundles und fallen unter etc. Bevor ich das noch vergesse zu erwähnen, das wollte ich nämlich eigentlich gerade sagen. Also diese sehen aus wie Set-Teile und fallen unter etc. Soweit ich das zumindest mitbekommen habe, also der Char hier hebt nur etc. auf und er hebt sie auf, also muss es folglich unter etc. fallen. Genau. Ist aber bei den meisten Event-Items so. Jetzt machen die mir hier mein scheiß Video kaputt, weil ich jetzt 4 Stück gedroppt habe. Das ist ja unglaublich. Wie kann es sein, eine halbe Stunde später? Ja, okay. Nichtsdestotrotz, selbst wenn ich pro Stunde es mindestens 60 droppe oder sogar mehr, bräuchte ich immer noch bei 100 Items die Stunde 7 Stunden für einen Versuch, eine Box zu öffnen. Das ist krank. Vor allem, wenn man sich anschaut, was da für Belohnungen drin sind. Ich meine... Das ist abartig krank. Ja. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie sich bei dem Event gedacht haben, vor allem nicht bei der Menge an Event-Items, die man... Also wenn es jetzt 70 wären, dann hätte ich gesagt, ja gut, okay, ich meine, das geht eigentlich noch, das ist ja sogar noch relativ human. Vor allem, wenn die kleinste Box 10 kosten würde und die zweite 20 mit dem Pikmokomochi, dann würde ich sagen, hey, okay, ist ein saucooles Event. Aber selbst bei 200, muss ich sagen, ist das ein bisschen crazy, weil ich meine, aus der Box kriegt man, gut, okay, wenn man Glück hat, natürlich auch Transi-Items raus, aber ich denke mal, wir wissen alle, wie die meisten Events so laufen, da wird zu 80% werden da die Friendships drin sein, dann, wenn man Glück hat, zu 15% die Transis und zu 5% der Mokomochi, das heißt, wenn man unter 20 Boxen hat, braucht man gar nicht darauf hoffen, dass man den Mokomochi hat und 20 Boxen entspricht 4000 Event-Items. Wenn man Pech hat, sind das dann, ja, sag ich mal, mindestens 40 Stunden. Und 40 Stunden in 2 Wochen farmen ist schon... Also für mich, also ich werde keine 40 Stunden farmen, das weiß ich jetzt schon. Und ja, da muss man sich auf jeden Fall mal fragen, was man sich bei so einem Event eigentlich denkt als Entwickler. Vor allem, wenn permanent beim letzten Event im Discord nur sich darüber beschwert wurde, wie schlecht die Droprate ist und dass man einfach nichts droppt, dass man sich dann als Entwickler und oder auch Publisher nicht denkt, vielleicht sollten wir mal aufhören, die Eventrate so schlecht zu machen. Vielleicht sollten wir mal was in unserem System ändern. Weil die Spieler vielleicht auf Dauer doch ein bisschen angepisst davon sein könnten. Und wenn man gar keine Event-Items droppt, dann reizen die Events halt auch irgendwie nicht zum Spielen. Ja, jetzt war erst eine Woche Doppel-Drop-Event. Die Leute, die es ausgenutzt haben, haben wahrscheinlich jetzt eh nicht mehr so viel Bock auf Live. Und vor allem nicht wahrscheinlich so sehr auf Instanzen farmen oder so. Und dann kommen sie nach Hause, schauen sich das Event an und denken sich, ja moin, 2 Wochen kein Live spielen, Boys. Also, ja. Ich weiß nicht, ob die darüber nachdenken, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Gut, das Traurige ist, ich spiele das Spiel so oder so, no matter what, aber das trifft auf viele Leute eben nicht zu und ich frage mich halt einfach nur, warum man, ich meine, das Spiel läuft hinten und vorne nicht ganz rund, ich frage mich halt, warum man durch solche Sachen die Spieler zusätzlich noch ankotzt, halt quasi, es gibt Bugs, es gibt Lags, es wird nichts dagegen unternommen, hey, by the way, es gibt ein neues Event, aber droppen tut ihr gar nichts. Ja. Gut, das stimmt jetzt nicht, ich habe jetzt 9 Items gedroppt in relativ kurzer Zeit. Weil das heißt, relativ kurze Zeit, das waren es auch mehrere Minuten. Und wenn man das hochrechnet, wären es wahrscheinlich auch knapp eine Stunde für 100. Muss man aber wirklich dazu sagen, es ist 17.27 Uhr. Ja, also in 2 Stunden wird es noch mindestens doppelt so schlimm werden, weil viele Leute jetzt erst von der Arbeit kommen oder vielleicht schon von der Arbeit gekommen sind, aber ich meine, du gehst ja nicht nach Heim und... nach Heim, alles klar. Fängst ja nicht... Gehst ja nicht ins Heim und fängst instant an zu zocken, sondern... ja... Die meisten Leute essen ja erstmal was oder so oder machen irgendwelche anderen menschlichen Dinge. Weil Schleifer sehr menschlich ist, habe ich gehört. Ja, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein großer Kritikpunkt meinerseits. Und wie gesagt, die 2 Wochen Duration, okay, ist klar, ich meine, das Weihnachtsevent muss ja dann auch irgendwann mal starten. Weil es geht ja bis 10. Dezember und dann sind es ja nur noch 14 Tage bis Weihnachten. Also, und wenn auch eine Pause, Woche Pause dazwischen ist, sowieso. Das kann ja gar nicht so lange gehen, das Event. Aber ehrlich gesagt, bei den Aussichten hätten sie meiner Meinung nach das Event einfach 1 oder 2 Monate laufen lassen sollen. Dann hätte man zumindest die Chance, sich ein paar Boxen mehrmals zu holen. Oder mehr als 5-mal. Und das Event würde jetzt das Weihnachts-Event ja auch null behindern, sag ich mal. Also ich verstehe diese 2 Wochen Duration nicht mit gepaart mit dieser Droprate und der nötigen Anzahl an Event-Items. Genau. Dann wollte ich noch kurz was nachgucken... ich wollte euch noch zeigen, wo die Event-NPCs stehen, da kann ich es genau gleich da zeigen. Die stehen hier in Nord, zwischen Nord und Ost Flaris
Und leider, aber das wird hier für dieses Event wahrscheinlich keine große Rolle spielen, haben sie wieder dieses Quest-Abgeb-System, was beim Weihnachtsevent auch sehr stark vertreten ist. Sprich, du nimmst eine Quest an, da hier 200 Rice Cakes, das ist jetzt dieser Evil Tubby, der ist, keine Ahnung, welcher da welcher ist. Hier merkt man das ja nicht auswendig. Der hat jetzt zufällig diese 200 Rice Cake Quest mit dem Green Beet. Dann nehme ich das an und wenn ich jetzt die 200 Stücke farmt hätte, dann müsste ich jetzt hier zack draufklicken, würde meine Belohnung bekommen und das nächste Mal müsste ich es wieder machen und wieder und wieder. Also das ist wieder dieses ewig lange Abgebsystem, das sehr, sehr nervig ist. Was ich jetzt noch kurz gucken wollte, war, ob da hier wirklich 200 stehen. Es steht wirklich 200 da. Und vielleicht gucken wir uns noch hier den an. 700. 700. Ja. Und man kriegt wirklich nur einen Orange Speed. Also das, denke ich mal, hat es nochmal gezeigt, dass es das Ingame auf jeden Fall genauso ausschaut wie auf der Webseite. Und wie gesagt, es ist jetzt halt einfach so, dass da einfach nicht wirklich die Lust zum Farmen aufkommt. Das Halloween-Event war schon ziemlich schlecht, muss man sagen. Die Spawnrate der Zombies wurde verringert und so. Es wurde uns eigentlich, und es wurde uns noch eine Woche weggenommen. Also es wurde uns eigentlich nur geschädigt, sage ich mal. Jetzt fällt mir gerade auf, dass das die falsche Hexe war. Es wurde uns nur geschädigt, nur geschadet, besser gesagt. Wir wurden nur geschädigt. Whatever. Und jetzt kommt so ein Event. Und da denkt man sich halt schon, was es eigentlich soll. Ja, also ich meine sicherlich, ich habe jetzt schon 12 Items, die 100er Box könnte ich mir wahrscheinlich innerhalb von der nächsten Stunde oder vielleicht in den nächsten 2 Stunden erfarmen. Aber das Ding ist halt, die Boxen sind ja nicht mehr wirklich erstrebenswert. Es gibt ja eigentlich nichts. Und ich meine, ja, jetzt gibt es wieder die Leute, die sagen, ja, hört halt auf rumzuheulen und farmt halt einfach nicht. Und ich meine, ja, aber ganz ehrlich, das Spiel, was soll das? Also ich meine, so lässt man doch nicht die Spieler am Laufen, wenn man sagt, okay, das Event ist gestartet, aber 90% gefällt es nicht. Und dann kannst du als Entwickler nicht einfach sagen, ja, dann farmt's halt nicht. Ja, warum entwickelst du so ein Event, wenn es keiner farmen soll? Oder wenn keiner Lust daran hat zu farmen? Also sorry, aber das 90% der Spieler sind wahrscheinlich, oder na gut, okay, das ist jetzt eine Übertreibung, weil es sehr wahrscheinlich nicht stimmt, das weiß ich aus Erfahrung, dass es doch noch sehr viele Leute gibt, die nicht so viel Fleisch spielen, selbst wenn sie täglich spielen. Oder einfach noch nicht so viel Ahnung haben von grundlegenden Sachen wie eben Events. Stimmt allerdings, das gibt's. Aber trotzdem, die große Mehrheit und vor allem die Mehrheit, die hier Geld in das Spiel pumpt, sind auf jeden Fall die Leute, die sehr viel Fleisch spielen. Und für solche Leute sind halt solche Events einfach null ansprechend, weil was soll man damit anfangen? Sicherlich hier und da gibt es ein paar schöne Items, aber wenn ich für ein Item, für die Chance auf ein Item 6, 7 Stunden farmen muss, und das dann nicht mehr bekomme, also sorry, aber das hat dann mit Hardgrind auch nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur noch Trash. Ja, das ist kein Hardgrind, das ist einfach nur Bullshit. Also, sorry, aber es ist einfach so. Verstehe ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Also, das sind einfach Entscheidungen oder es kommt mir so vor, als würde da random einer im Büro sitzen und sich denken, hey, machen wir ein neues Event mit irgendwelchen Mondhasen. Hey, klingt ganz cool. Wie viel Event-Items braucht man? Normal sind es so 1 oder 10. Machen wir mal 700. Okay. Und so ist es dann schon entschieden worden. Droprate, wie immer, Trash. Also, es ist wirklich crazy. Aber dann kommen wir noch zu kurz zu dem Punkt, was sich am meisten lohnt. Ich habe es, glaube ich, hier schon ein bisschen angedeutet. Meiner Meinung nach auf jeden Fall der Green Ball, da hier die Transi-Items drin sind. Und die sind ja Cash-Up-Items, die man im Normalfall, sage ich mal, 90% der Fälle eigentlich nur durch eben W-Coins bekommt, durch eben den Cash-Shop. Und abgesehen davon ist noch das neue CS-Bit drin, ist Pink Mokomochi. Ich könnte mir vorstellen, dass es da ein paar Leute gibt, die dafür ordentlich Fettkohle zahlen. Also das wird wahrscheinlich safe über 2 Milliarden wert sein. Vor allem, weil es wahrscheinlich auch ziemlich selten sein wird. Außer den Bot-Usern wird es keiner so schnell bekommen. Und dementsprechend, ja, würde ich mir auf jeden Fall diese Box holen. Vor allem, wenn man darauf geht, wie viel Geld will ich mit dem Event machen. Allerdings, wer wirklich Geld mit dem Event machen will, Event-Items verkaufen, ist man immer auf der sicheren Seite. Wer sich allerdings lieber Boxen holt, die für 200 scheint mir die beste. Die für 100 ist ziemlich schlecht, weil das Beste, was man kriegen kann, sind im Endeffekt Refresher-Holds und Activation. 30 sind natürlich auch einige Mio-Werte, aber für 100 Event-Items die Chance auf 80 Mio und selbst wenn es Laplace-Wahrscheinlichkeiten wären, Trash-Mathematikunterricht. Selbst wenn jedes Item eine Einviertelchance hätte, was hundertprozentig nicht der Fall sein wird, ja, bräuchtest du halt, sag ich mal, mindestens 4 Boxen und selbst dann wäre es ja nicht garantiert, weil die Wahrscheinlichkeit natürlich nicht die gleiche ist, wie gesagt.
Ja, dass du die kriegst und dann hast du immer noch eine Box, wo wiederum nicht Activision, wo wiederum Vitaldrink zum Beispiel drin sein kann, der wieder 50 Mio weniger wert ist. Also die 100er Box ist meiner Ansicht nach komplett Trash. Also man braucht unbedingt irgendwas davon, aber ganz ehrlich, dann kauft man sich's einfach, weil das lohnt sich auf jeden Fall nicht. Die 400er Box kann sich lohnen, wenn man unbedingt diese Powerpuff-Box will. Und ich meine, immerhin ist die neue Box dabei mit dem Blue Bike. Das ist das gleiche wie beim Pink Mokomochi. Es könnte sein, dass dafür Leute Geld ausgeben. Allerdings, naja, Flugmounts, sage ich mal, sind in FLIVE ziemlich in den Hintergrund gerückt. Die interessieren eigentlich fast niemanden so richtig mehr. Ich meine, sicherlich, ich fliege gerne mit dem rum, was ich mag. Und ich denke mal, so geht es jedem. Das ist ja das gleiche wie bei CS. Ja, man trägt einfach gerne das. Oder man guckt einfach gerne das an, was man am besten findet. Sonst macht das Spiel ja gar keinen Spaß. Ja. Okay. Aber ich glaube jetzt nicht, dass dieses Blue Bike so krass, es wird natürlich selten sein, aber dass es so krass beliebt sein wird, sage ich mal in Anführungszeichen, dass so ein krasser Wert entsteht. Abgesehen davon, selbst wenn man die Blue Bike Box bekommt, muss man ja immer noch das Blue Bike ziehen. Also nur weil du 400 Rice Cakes gesammelt hast, kriegst du nicht das Blue Bike. Du kriegst lediglich die schlechte oder vermutlich schlechte Chance auf ein Blue Bike. Ja. Dann die Mystic Flask Box ist seelengebunden mit Apprentice Flasks. Die kriegt man oft seelengebunden geschenkt bekommen. Beim Weihnachtsevent kann man die sich ultra easy erfarmen. Da braucht man lediglich 25 mit Chivas Giftboxen töten. Nein, Schwachsinn. 25. Oder doch, man muss 25 mit Chivas Giftboxen töten. Dann kriegt man die Box und kann die Quest abgeben. Und für 25 Dinger kann man immer die Quest abgeben. Da kriegt man die gleiche Box. Und da sind zusätzlich noch Invi-Bags 30 Tage drin. Natürlich alles auf 24 Stunden begrenzt, aber trotzdem. Wie heftig ist das denn bitte? Ja? Also da kannst du das ja komplett vergessen. Also wirklich. Für 400 Event-Items. Und dann die Powerpuff-Box, okay. Zugegeben, da sind einige Items drin, die locker mal mehr als 2 Milliarden wert sind. Oder zumindest mindestens 1 Milliarde. Okay. Aber auch da. Seelengebunden erstens. Also nur, wenn man es selber wirklich braucht. Und auch die Chance auf schlechte Items. Bullhamstern ist drin, Gingerbread ist drin. Das sind Items, die sind nicht mal 20 Mio wert. Pff, ist auch ziemlich schlecht. Also für 400. Und die für 700, ich glaube, da braucht man gar nicht drüber reden. Das sind ja nur Trostpreise bis auf die CS-Sets. Das eine CS-Set bringt nicht mal einen Effekt. Also ist quasi ultra schlecht. Und das andere CS-Set ist, naja, sag ich mal, akzeptabel für Anfänger vor allem mit 5% ATK und Attack Speed und Hitrate. Kann man auf jeden Fall benutzen, also ist nicht schlecht, aber ja, sag ich mal, wirklich krass ist das auch nicht, vor allem wenn man jetzt beim Halloween-Event gefarmt hat, hat man ja auch CS-Sets bekommen, die Set-Effekte gegeben haben, die sind zwar seelengebunden, aber trotzdem wird das wahrscheinlich jetzt auch nicht wirklich jemand nötig haben, vor allem eben nicht für 700 Event-Items, für die man, wenn man Pech hat, mindestens 7 Stunden farmen muss, außer man farmt zu Zeiten, wo halt wirklich niemand spielt, aber ich denke mal, dass man dann vermutlich auch nicht wirklich ein Anfänger ist oder beziehungsweise dieses Set unbedingt braucht. Und ja, das war's eigentlich. Also das ist das Event. Es wurde ja vorher angeteasert. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angeguckt. Ich habe gesagt, ja, ich warte einfach bis Dienstag, weil vorher kann man es eh nicht zocken. Also was juckt mich das Event am Donnerstag, wenn es noch gar nicht gestartet ist? Und ich dachte, weil einige Leute geschrieben haben, es ist eigentlich ein ziemlich gutes Event oder es sieht aus wie ein ziemlich gutes Event, dachte ich mir, ja, okay, vielleicht ist es echt ein gutes Event. Aber jetzt, nachdem ich das gesehen habe vorhin, also ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir schon, ob die uns eigentlich komplett verarschen wollen. Weil, wie gesagt, vor allem die Anzahl der Event-Items. Man kann ja jetzt über die Droprate kann man ja streiten. Und das sagen ja die GMs auch immer. Piccolo hat heute auch zum Beispiel geschrieben, irgendwie sinngemäß, man soll nicht einfach nur Monster töten mit dem Gedanken, droppt endlich Event-Items, sondern man soll nicht dran denken. Und dann droppt man mehr quasi, so ein Schwachsinn, also so übelst die Pseudo-Scheiße halt, was natürlich einfach Schwachsinn ist. Die Droprate ist einfach schlecht, weil sich da heute Mittag schon Leute drüber beschwert haben. Und das heißt schon was, wenn sich mittags Leute beschweren, dann kann die Droprate ja wohl kaum gut sein. Oder direkt nach der Serverwartung quasi, wo eigentlich kein Mensch zocken sollte. Oder im Normalfall keiner zockt. Genau, da wurde sich schon beschwert und dann hat er eben auch nur solche Sprüche gedroppt, Sprüche geklopft, die quasi im Endeffekt einfach nur implizieren, dass der Typ einfach keine Ahnung davon hat, wie schlecht die Droprate ist und wie frustrierend das ist, wenn man für, also ich meine, wie gesagt, die 700er Box sollte sich sowieso keiner holen oder die 700er Boxen, aber wie frustrierend das ist, wenn man stundenlang farmt und quasi mit absolut nichts belohnt wird. Ja, also das ist einfach wirklich, ich finde es schon fast eine Frechheit, also, dass man das sich dann auch solche Kommentare anhören muss von Leuten, die das Spiel nicht mehr spielen, ist schon,
ist schon ziemlich dreist und ja, wie gesagt, was sich die Entwickler dabei denken und warum Websend da nicht nachhakt, hey, das könnte vielleicht ein bisschen extrem sein, 700 Items bei der Droprate, das ist schon ein bisschen unzumutbar unseren Spielern. Nope, da passiert einfach absolut gar nichts. Vor allem bei Websend, wie gesagt, ist anscheinend nicht mehr selbst bewusst ist, dass es so schlecht droppt, obwohl man sich bei jedem einzelnen Event darüber beschwert. Aber gut. Scheint wohl einfach nicht möglich zu sein, dass die das selber mal testen. Genau. Ja, dann war es das eigentlich so über das Event. Ich weiß nicht, ihr könnt natürlich noch schreiben, was eure Meinung so ist, aber ich denke mal, der Green Ball, ich sage aber einfach Green Box, weil das mit dem Ball hört sich einfach komisch an. Die Green Box wird, denke ich mal, das Beste sein in jeder, aus jeder Perspektive. Wie gesagt, das Pink Mokomochi sieht nicht schlecht aus. Mokomochi allgemein ist, glaube ich, relativ beliebt und relativ selten. Und ja, dementsprechend sollte das halt vom Wert her die meiste Box haben. Die Box mit dem meisten Wert sein. Wie gesagt, die Transi-Items, die hat jeder bestimmt schon mal benutzt. Das sind einfach gute Items, die man immer mal wieder brauchen kann. Und ja, mit der Box kann man, denke ich mal, nicht viel falsch machen. Aber ansonsten sollte man einfach seine Event-Items verkaufen. Dann ist man wahrscheinlich am glücklichsten damit. Und man sieht jetzt mittlerweile, jetzt habe ich glaube ich fast eine Viertelstunde im Video gefarmt und wir haben 17 gedroppt. Also 1 pro Minute könnte man ungefähr jetzt, sage ich mal, sagen, zu einer Zeit, wo noch nicht so ultra viel Ingame los ist, ist schon, ja, eher schlecht. Also es wären 60, wie ich es vorhin gesagt habe, ja, 60 pro Stunde ungefähr. Das heißt, in einer Stunde schaffst du nicht mal eine Box, nicht mal den Versuch auf eine Box. Wenn man sich das vorstellt, beim Halloween-Event haben wir uns darüber beschwert, dass wir 20 Boxen oder 10 Boxen pro Stunde teilweise bekommen haben. Jetzt ist es nicht mal eine. Ja, ich meine, klar, es gibt Leute, die farmen effektiver oder schneller als ich jetzt hier mit dem Char by Furferns. Ist schon klar. Ja, aber selbst wenn man eine Box die Stunde schafft, was ist denn eine Box die Stunde? Bitte, das ist ja absolut nichts. Das ist eine Frechheit. Ja, die stehen dir deine Lebenszeit. Natürlich, ich meine, du musst nicht spielen. Ja, ist schon klar. Aber wenn ich spiele, dann will ich ja auch irgendwie einen kleinen Teil von der Belohnung sehen und das fehlt hier einfach komplett. Sollten sich mal ein Beispiel an Handy-Games nehmen, die zwar die übelste Pay-to-Win-Cash-Falle sind, was Flife aber, wenn man mal ganz ehrlich ist, eigentlich auch ist. Also nicht ganz so krass Pay-to-Win wahrscheinlich, wenn man hier deutlich mehr ausgeben muss, aber vom Prinzip her, Handyspiele geben dir hier überall kleine Belohnungen, dass du am Spielen bleibst und dass du immer wieder weiterkommst, dass du immer wieder zurückkommst und eventuell dann irgendwann auch mal Cash ausgibst, oder das spielt jetzt ja keine Rolle bei dem Beispiel. Die wollen, dass du immer wieder zurückkommst, die geben dir immer wieder so kleine Sachen oder Updates, wo sie dir sagen, hey, wenn du jetzt spielst, kannst du das und das erreichen. Blablabla, bla, bla. Und mit echt geht dann noch so und so viel, oder das ist jetzt wie gesagt egal. Ja, aber das fehlt hier einfach komplett. Die geben dir ein Event, rotzen das hin, schlechteste Bedingungen überhaupt, und dann schreiben sie dir noch im Discord, ja, denk dir halt einfach nicht, dass du die Event-Items droppen willst, dann droppst vielleicht mehr. Also sorry, aber also das grenzt schon wirklich an Verspottung der eigenen Spieler. Und da muss man sich, da müssten sich die Mitarbeiter bei Websend vielleicht mal fragen, wovon die eigentlich ihr Gehalt beziehen. Ja. Also ich glaube, dass das zu 90% die Einnahmen durch Spiele sind, durch Free-to-Play-Spiele. Also sollte man vielleicht mal ein bisschen darauf achten, dass man die Spieler vielleicht nicht zu sehr verärgert, weil irgendwann könnte das vielleicht mal backfiren und ohne Job ist es dann, glaube ich, nicht mehr ganz so lustig, wenn man da noch Leute verarscht. Aber gut, das ist nur meine Ansicht der Dinge. Wie gesagt, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben. Aber für mich war es das erstmal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.